Liebe Bürgerinnen und Bürger, wir sind nunmehr vor unserer Eissporthalle. Und es ist einmal mehr ein Gebäude, das einer grundlegenden Sanierung bedarf. Wir dachten eigentlich, mit der Dachsanierung sei das Weitere für die Zukunft erledigt. Aber eine Reihe von Veränderungen haben dazu geführt, dass bei einer Begehung festgestellt wurde, dass eine neue Baugenehmigung zu erarbeiten ist, weil eben verschiedene Themen des Brandschutzes, der Fluchtwege, aber auch der Nutzung der unterschiedlichen Räumlichkeiten den Gegebenheiten nicht angepasst ist. Die Gremien der Stadtwerke, die Aufsichtsräte, haben darüber sehr intensiv beraten und machen sich seit Monaten Gedanken. Sie kommen aber nicht darum rum, dass wir eine Sanierung für nunmehr gut 4 Millionen Euro netto benötigen, um die Anlage der Eissporthalle in eine gute Zukunft zu führen, die Fluchtwege frei zu halten, Barrierefreiheit herzustellen, um damit auch den Freunden des Eissportes wieder gesicherte und gute Voraussetzungen zu bieten. Das Ganze ist zu leisten in einem Haushalt der Stadtwerke, was natürlich auch einmal mehr zeigt, dass wir bei den Stadtwerken Erding eine unwahrscheinlich leistungsstarke Truppe haben. Und darum füge ich am Ende auch an, Sie sind es, die auch als Kunden bei der Stromversorgung, der Wasser- und der Gasversorgung dazu beitragen, dass wir solche Freizeitanlagen zur Verfügung stellen können.